Der Zustand einer Gesellschaft lässt sich nicht am Fußballergebnis ablesen, sondern daran, wie sie mit ihren Kindern umgeht. Vielleicht sollte man sich aber auch mal fragen, in was für einem Zustand sich Kinder befinden, die die Gesellschaft mit Gewalt bedrohen. Jugendliche, die mit Butterfly-Messern in der Hosentasche aufwachsen, deren Vorstrafenregister dicker ist als ihre Schultasche und die für 20 Cent jemand anderen umbringen. Aus ihrer Sicht gibt es ohnehin nur zwei Kategorien von Menschen, Täter und Opfer. Letzteres wollen sie auf keinen Fall sein. Es sind durchaus besorgniserregende Zahlen. Wie viele Fälle von Gewalt gibt es an Hamburgs Schulen? Immer wieder liest und hört man von Gewaltexzessen an Schulen und Hochschulen. Es gibt eine Steigerung um mehr als ein Drittel und auch mehr Schulen sind von Gewalt betroffen. 173 statt bislang 138. Insgesamt wurden an den Schulen 484 Gewaltvorfälle registriert, über 100 mehr als im vorherigen Zeitraum. Besonders stark stieg auch die Zahl der schweren Straftaten an, wie gefährliche Körperverletzungen, Waffen- oder Drogendelikte. Der Sportwissenschaftler Christian Görisch hat ein ungewöhnliches Programm zur Gewaltprävention entwickelt. In Hamburger Schulen wird immer mehr geboxt. Und zwar nicht auf dem Schulhof in der Pause, sondern im Unterricht. Boxtraining in der Turnhalle. Das Projekt heißt Box Out und soll nicht nur körperlich fit machen, sondern auch die Gewalt gerade in sozial schwächeren Stadtteilen abbauen helfen, so paradox das auch klingen mag. Versuchen über das Medium Boxen Kinder wieder in die Sporthalle zu bringen, weg vom Rumgammeln, weg vom Computer, weg vom Fernsehen, aus der Bude raus, wieder in die Sporthalle bringen, ihnen dort Regeln, Respekt und Disziplin beizubringen, die sie aufs Leben übertragen sollen, neben aktiver sportlicher Betätigung. Und da ist das Medium Boxen genau das, wo wir an die Kinder rankommen. Das müssen die Kinder lernen. Sie müssen wieder ihr Freizeitverhalten, ihre Verhaltensweisen ändern und sich mit anderen Kindern auseinandersetzen, in Spaß und in Freude, aber auch unter Regeln, um das Verhalten auf den Alltag zu übertragen und dort auch diese Regeln einzuhalten. Respekt nicht dem Mitspieler oder Gegenspieler gegenüber, sondern halt den Mitmenschen. Man muss halt an die Kinder rankommen und versuchen, deren Verhaltensweisen zu verändern. Irgendwie der Wurzel ans Übel rangehen. Das heißt, Präventionsarbeit zu machen. Prävention in allen Bereichen ist da viel zu tun. Na? Aber man darf sich nichts vormachen. Es kostet Geld. Man muss da erstmal Geld reinstecken. Am Ende wird man sparen. Der Deutsche Boxsportverband unterstützt dieses Projekt insofern, da es einen hohen erzieherischen Wert hat, die Integration fördert und unter anderem die Gewaltprävention ebenso berücksichtigt. Wir werden niemals jemanden durch Boxen zum Gewalttäter machen. Eher andersrum, wir haben eine riesige Chance, Gewalttäter davon abzuhalten. Denn sie werden sensibler. Sie lernen eben unter einem Fairplay-Gedanke, sich mal zu raufen. Klopper werden hier nicht zugelassen oder Klopper werden so gesteuert, dass sie lernen, ihre Affekte und ihre Gelüste, andere zu demütigen, zu kontrollieren. Und das gilt nicht nur für das vermeintlich starke Geschlecht. Boxen ist mehr als der Kampf Mann gegen Mann. Boxen ist bei Mädchen genauso beliebt wie bei Jungs. Das ist, hört sich immer komisch an, aber 2012 wird wahrscheinlich Boxen auch schon olympisch sein. Und im Fernsehen ist es gut zu sehen, wie viele Profiboxerinnen dort rumlaufen. Auch das sind die Vorbilder der Kinder. Boxout ist für uns ein ganz wichtiges Thema auf dem Gebiet der Gewaltprävention. Man muss wissen, dass der Weiße Ring eben nicht nur Opfer betreut, sondern dass er gemäß dem Motto, dass Vorbeugung der beste Opferschutz ist, auch
Projekte unterstützt, die dazu beitragen, dass Kinder gar nicht erst auf die schiefe Bahn geraten. Gerade beim Boxen wird sehr viel Disziplin verlangt. Taktisch muss man immer so klug arbeiten, dass man von den Gegnern nicht getroffen wird. Genauso wie beim normalen Leben. Hast du dein Geschäft, musst du so machen, besser machen als der andere. Meine Noten haben sich verbessert. Ich bin nicht von der Schule geflogen, weil ich halt einen Platz habe, wo ich meine Gewalt rauslassen kann. Schneller! Abends kann sie alles rauslassen. Die Wut über ihre Eltern, Mitschüler, die sie fertig machen wollen, und die Wut darüber, noch nicht angekommen zu sein in dieser Gesellschaft. Seit einem Jahr trainiert Mameya hier schon. Ihre Aggressionen hat sie jetzt im Griff. Ich bin sicher geworden und weiß besser, wie ich mit Leuten reden kann. Ja, zum Beispiel im Beruf oder Bewerbung weiß ich halt, wie ich mich so benehmen soll. Hier kommt auch jede Woche ein Ernährungsberater vorbei. Und wir haben hier einfach so viel Hilfe und das nutze ich auch. Fast 30 Kilo hat sie schon abgespeckt. Ihr Selbstvertrauen wird größer von Tag zu Tag. Zu verdanken hat sie das Christian Görisch, einem ehemaligen Box-Champion. Er hat sie von der Straße hierher gelotst in sein Projekt Box Out. Disziplin und Respekt sind die Werte, die sie hier lernen. Migrantenkinder und Deutsche Seite an Seite. Und das alles ohne Hilfe des Staates. Wenn es von den Behörden nicht funktioniert, dann kann es eben auf privater Ebene funktionieren. Und ich habe gesagt, ich gehe erstmal los. Und der Zug ist noch besetzbar, die können gerne noch mitmachen. Und das werden sie wohl hoffentlich auch, weil irgendwann muss ja was passieren. Aber ich, wie gesagt, schaffe es alleine und werde es auch zur Not weiter alleine schaffen. Das Boxprojekt hält sich größtenteils mit Spenden am Leben. Davon bezahlt wird auch die Hausaufgabenhilfe. Deutsch, Geschichte, Englisch, oft als Einzelunterricht. Das Ergebnis fast ein kleines Wunder. Mameya durfte von der Sonderschule wechseln auf die Hauptschule. Das neue Ziel, ein Ausbildungsplatz. Und sie bekommt hier noch etwas, das sie oft vermisst hat. Hier ist so eine Wärme irgendwie. Es ist hier fühlt man sich auch zu Hause. Die Mitarbeiter sind schon voll Freunde geworden. Und man lernt hier auch immer neue Leute kennen, die auch das Gleiche so durchgemacht haben wie du und die dich auch verstehen. Einige Jugendliche haben schon einen Job gefunden. Doch der Weg zum Ziel, er braucht viel Geduld und Zeit, die Lehrer und Trainer hier haben. Mameya bleibt noch ein Jahr, um sich von hier aus durchzukämpfen ins harte Arbeitsleben. Sie halten sich im Sport an Regeln. Das tun sie leichter als im Unterricht oder im Schulalltag. Im Schulalltag bedeutet das weniger Schlägereien auf dem Schulhof und auch mehr Respekt gegenüber den Lehrern. Alles schlagende Argumente für mehr solcher Projekte an den Schulen. Boxout will noch mehr. So wird versucht, über die mittlerweile bestehenden Kontakte zur Wirtschaft an Ausbildungsplätze für die Jugendlichen heranzukommen. Diese müssen sich beim Training bewährt haben und werden dann empfohlen. Wir wollen dieses Projekt auch weiter fördern. Das Projekt wächst und wir halten es für sehr sinnvoll. Und ich denke, es ist auch insgesamt wirtschaftlich sehr sinnvoll, weil jedes Kind, das man von Gewaltaktionen abhält auf der Straße und gegen andere durch ein derartiges Projekt, weil es Disziplin erwirbt, weil es Anerkennung bekommt, ist ein Kind, das keine Probleme bereitet, das keine Graffitis sprayt, das keine anderen Kinder schlägt. Und das ist Gewaltprävention im besten Sinne. Perspektiven zu schaffen, dir neue Ziele zu stecken, um effektiv was
was zu machen, anstatt nur draußen rumzuhängen. Von wegen kein Bock drauf, trainier lieber Körper und Geist, komm zu Boxout. Denn es ist derbe krass, auf einmal merkst du das, ein Ziel im Leben zu haben, dich so viel stärker macht. Los, nimm den Kampf auf, komm her, lass Dampf raus, stell dich an den Sandsack, zeig, wie sieht dein Punch aus. Doch zeig Respekt vor deinen Gegnern und deinen Mitmenschen. Es heißt nicht nur zuschlagen, sondern mitdenken. Benutz deinen Kopf, Junge, glaub mir, dich kann nichts bremsen. Wenn du ganz nach oben willst, wird dein Weg ja nicht enden. Also geh deinen Weg, denn du kannst was erreichen. Disziplin gehört dazu, das musst du begreifen. Auch wenn es dir manchmal schwer fällt, dich selbst anzutreiben. Im Leben kriegst du nichts geschenkt.